Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Salt and Sanctuary. Und ich will jetzt erstmal ausprobieren, ob ich beim Schmied, ich habe ja diesen Magier in der letzten Folge besiegt, ob ich jetzt damit irgendwas machen kann, weil ich meine, ja. Ja! Was ist das denn? Man kann Sachen brennend machen. Rußbedeckter Nagel, Trophäe ausstellen. Guck mal hier, ein Ring. Erhöht die maximale Gesundheit. Um 5. Amulett, dieser Effekt. Erhöht die Feuerabwehr. Verstärkte Feuerangriffe. Okay, ich habe keinen Feuerangriff. Wird da meine Waffe zu Feuer? Hochklinge. Schild und Schwertklasse 1. Feuerschaden 100%. Aber ich kann es irgendwie anscheinend nicht einsetzen. Ich habe zu wenig Angriff oder so. Hier ist überall so ein X, da ich das nicht einsetzen kann. Aber da steht überhaupt gar nicht, was ich dafür Attribute brauche. Oder steht das irgendwo? Also ich kann mir auf jeden Fall hier den Ring mache, geschmolzener Ring. Panzerschienen? Wieso kann ich ihn nicht tragen? Ah, vielleicht leichte Rüstung Klasse 2, vielleicht muss ich das freischalten. Schild und Schwert Klasse 1. Das gibt's doch in diesem Fertigkeitenbaum. Kann ich den Fertigkeitenbaum immer aufrufen? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, so wird es ja Sinn machen, ne? Und hier fehlt mir... Ach, hier fehlt mir Gelsack. Deswegen kann ich... Ich kann es nicht herstellen. Ah doch, das kann ich herstellen. Leichte Rüstung 2. Knüppel. Langklänge. Geil. Fehlt mir Gelsack. Wurfmesser. Also am liebsten würde ich das hier machen. Wegen dem Feuerschaden. Egal, ich mache dann jetzt hier 20 Feuerschadenresistenz. Oder ein bisschen mehr Leben. Ich glaube, ich mache das mit dem Leben. Ich mache das jetzt einfach. So. Jetzt kann ich das hier auswählen. Zack. Guck mal, Körper 52 zu 50. Okay. Ja, so langsam habe ich das Gefühl... Oh, guck mal, hier kann ich, habe ich Dolche irgendwie. Jetzt kann ich auch die einsetzen. Oh. Okay, habe ich kein Schild mehr. Machen die, wie viel Schaden machen die denn? Sehe ich das irgendwo? Ach da, guck mal, Fähigkeiten, Stärke. Da fehlt mir bestimmt irgendwas. Angriff 11, Angriff 5. Geschicklichkeitsskala S. Ich habe Geschicklichkeit 5. Und hier wäre nochmal ein Großhammer. Angriff 30. Oha, 30. Aber ich verstehe nicht, wo steht, wie viel die brauchen. Großhammer Klasse 1. Ist das dann egal, was für eine Fähigkeit ich habe, und es ist nur wichtig, ob ich diese Klasse freigemacht habe bei den Fähigkeiten. Also so klingt es fast, ne? Okay. Gehe ich mal weiter. Und was ist dieser rechte? Also was sind diese 1684 da unten?
Bin ich auch noch nicht so ganz geblickt. Oh, hier, die Tür ist jetzt offen. War die die ganze Zeit offen? Ne, die war nicht die ganze Zeit offen. Ah, das ist hier dieser Orden. Kaufen? Goldene... Irgendwas Goldenes da oben brauche ich. 1 von 5. Hier gibt es auch bisher nur einen Kopfschutz. Kann ich auch nicht kaufen. Und... Ach, guck mal, nee, es gibt überall was. Guck mal, das wird nur eins. Rauchfass der Harmonie. Ein Rauchfass aus Messing, in dem man Weihrauch verbrennt. Wenn man der Niedertracht erlaubt zu wachsen, wächst die Zwietracht mit ihr, stelle die Harmonie wieder her, indem du Instrumente des Bösen aufeinander hetzt. Okay, hier gibt es auch wieder irgendwie Waffen, wo ich immer noch nicht weiß. Halbmonster. Also es ist wirklich sehr wenig erklärt. Okay, ich gehe jetzt erstmal weiter. Was das hier ist, weiß ich auch irgendwie nicht. Bestimmt eine Seilrutsche oder so, keine Ahnung. Ja, da war noch mehr. Was ist das? Dämmerlicht. Kooperation. Egal, scheiß drauf. Rein da. Ich werde auch wieder Koop machen. Goldene Kerze, let's go. Habe ich verschlungen? Ja, habe ich gemacht. Brillant. Über uns in Rede mit dem Baum. Okay, ich soll jetzt nach oben. Den Baum? Es wird meine Stimme zu hören und so wird meine Stimme gehört. Ich höre Schreie nah und fern und sie haben mich geweckt. Perversion der Realität. Sollen wir nach Bolgeran folgen? Ja. Die Ödnis. Begib dich nun nach Bolgeran. Lösche alles aus, was das Leben bedroht. Okay, neue Spiegelportal-Rune. Jetzt geht's weiter zu Bolgeran. Okay, mache ich. Mach ich mein Jutz da. Oh, der schmeckt. Jetzt erstmal zurück zum Portal. Okay, kann ich nicht von hier aus direkt zum Portal? Muss ich jetzt echt immer wieder runterlatschen zum Portal? Gibt es keine Abkürzung zum Portal hin irgendwie? Kam ich hier eigentlich rein? Nee. Hier ist das Portal. Bolgeran. Okay, rein da. Direkt die goldene Kerze aktivieren. Weil gar keine Ahnung, wo es lang geht. Nein! Ich vertue mich immer mit Angriff und so. Oh, cool. Ist die Kerze jetzt eigentlich aktiviert? So, Kerze aktivieren, let's go. Liebe. Was das ist, weiß ich nicht. Vielleicht eine Abkürzung oder so. Okay.
Irgendwie, ich check das, okay, mit der Kerze nicht so ganz. Und jetzt wo? Da ist direkt ein Gegner. Hier brauche ich noch ein Magier. Oh, wieder ein Angriff mehr. Aua. Aua. Ich bin raus. So nicht. Oh! Was hier? Die betenden Riesen. Mit der Kerze, es hat so gut eben funktioniert, jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr so gut mit dem Multiplayer. Okay, man kann nicht echt nicht nur die ganze Zeit angreifen. Wie viel Leben hat er denn? Heilung ist echt lahm auch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hoch muss, aber ich gehe mal hoch. Oh mein Gott. Das war knapp. Wäre direkt tot gewesen. Safe echt tot gewesen. Okay. Bin irgendwie nicht so agil, wie es sehr gern wäre. Ah, ich wollte gerade Schutz drücken. Okay, da macht immer so einen Doppelangriff. Und hier kann man sich schon wieder heilen. Okay, also die Obelisken sind echt viele. Also man findet echt viele davon. Nein, nein! Nein, nein, komme ich weg? Ich komme nicht weg, ne? Ne, komme ich nicht. Das schaffe ich niemals. Ich habe doch noch gar keine Ahnung, wie man kämpft. Schaden. Nee. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich glaube, ich bin ausgewichen. Ich mache gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Nee. Ich mache 7 Schaden. Nee, nee. Da brauche ich Hilfe. Das schaffe ich nicht. Stehen sie hier direkt wieder. Okay, goldene Kerze kann man nur benutzen, wenn man das hier benutzt hat.
Nein, nicht anlegen. Benutzen. Vielleicht kann mir ja jemand in den Kommentaren sagen, wofür das unten links ist ja diese einmal 104 und einmal 880, wo ich eben über 1000 hatte. Was ist diese 880? Also wofür ist das? Nee. Ich habe eine Idee, was sein könnte. Vielleicht noch 880 bis zum nächsten Level. Aber nicht sicher. Verbindungsaufbau zum Host. Also irgendwas mit dem Online-Multiplayer funktioniert irgendwie nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Eben kamen sofort ein paar Leute. Irgendwie jetzt nicht mehr. Verbindungsaufbau zum Host. Nochmal. Also die oben da, die brauche ich gar nicht versuchen alleine zu machen. Ich habe gerade so oft auf die eingeprügelt, es ist halt nichts passiert, ne? Das ist sinnlos. Boah, der kann geile Kombis auf jeden Fall. Mit Dreieck. Oh, wow. Meine Theorie mal jetzt hier proven. Nee. Okay, Verbindung zum Host. Vielleicht geht's ja jetzt. Guck mal, die werden gar nicht wiederbelebt. Also mache ich gerade, also einen Verbündeten suchen. Ja, such mir bitte einen Verbündeten. Vielleicht muss ich auch die einsetzen, die bleiche Kerze. Ich weiß es nicht. Eine Blechkerze im Laientuch. Ach, damit kann ich nach Leuten suchen. Wenn ich irgendwo hin will. Denke ich mal. Will ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier mit dem Verbündeten irgendwie nicht funktioniert. Das nervt ein bisschen. Vor allem, weil da oben meine ganzen Seelen sind. Wenn ich die jetzt holen könnte. Aber kann ich nicht. Runter mit dir.
Tja, keine Ahnung, was da mit diesem Online-Spiel los ist. Es wird ja auch gar nichts erklärt. Es könnte natürlich sein, dass ich hier auch keinen rufen kann. Aber wenn das so ist. Ja, wenn das, ich glaube, meine Seelen sind weg. Wenn das so ist, gehe ich einfach mal zurück zum Lager. Und gehe erst nochmal in Dingsbums weiter. In. Wie ist das nochmal? Abflug? Irgendwas? Da ging es ja auch noch weiter. Aschenflug. Hier ging es ja auch noch weiter. Hier war ich ja, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, hier bin ich noch nicht weitergegangen. Und was das mit diesem Online jetzt hier für ein Problem ist, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Oha. Erzgrad District. Silber. Silber kann bestimmt auch. Oh, kann bestimmt auch was. Oh, kaputt. Oh. Neue Rüstung. Oh, mehr körperlich? Ja, weniger. Oh, viel weniger körperlich. Ah ne, das hier, ne? Ja, viel weniger. Der Hut ist cool. Den lassen wir mal. Was bist du denn? Nicht so schlecht, finde ich. Oh, da ist noch ein. Oh, von hier nicht. Mach ich hier erstmal links. Hier ist hier nichts. Nö. Oh, oh. Kleiner Beutel voll Silber. Ach Mann. Ich gehe erstmal links.
Nein! Ich krieg immer den ersten Schuss ab, das nervt übel. Ja, also darunter bringt mir, glaube ich, nichts, oder? Komme ich ja nicht mehr hoch, oder? Oh, doch, hier ist noch eine Kiste. Ah, guck mal hier, Abkürzung bestimmt. Grenzkappe und Lederrüstung. Okay. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ding. Geht's hier auch irgendwo? Nee. Hoch. So, jetzt erstmal, was war, bin ich von oben gekommen? Ne, ich bin von rechts gekommen, ne? Guck ich erstmal hier. Ah, hier ist nochmal Abkürzung bestimmt. Wieder Silber. Vielleicht ist unten links das Ding auch Silber. Ich weiß es nicht, ja. Oh, das sieht doch schon aus wie ein Boss. Ha! Hab geworfen. Magier! Stufe 2. Das schaffe ich, oder? Ertrunkenes Herz. Aber da steht immer so Prozentchance. Kann das sein, dass man die öfter machen kann? Beginn. Okay. Nach unten. Weiß jetzt natürlich nicht ganz genau wo unten, aber ich gehe einfach mal hier überall. Ach, guck mal, hier ist schon. 14? Alter, machen die viel Schaden. Das hatte ich bisher so nicht. Die letzten Mal hat nicht so viel Schaden gemacht, glaube ich. Ich heile mich nochmal. Kleiner Beutel voll Silber. Mal hier mehr Spieler. Ah! Scheiße, wieso sind die denn wieder da? Wo kommst du denn jetzt? Nein! Nein! Scheiße. Ey, wo kommt ihr denn jetzt hier alle her? So, erstmal raus hier. Aua. Da ist er. Ich glaube, ich heile mich einmal. Was soll's. Schuldloser Splitter, das ist sehr gut. Oh, kann ich mich jetzt heilen zwischendurch? Aua, da wollte ich nicht hin. Habe ich noch, die setze ich auch alle ein.
Schnell auffüllen, Vorräte füllen, sehr gut. Krass, Loot bekommt man hier. Alter, was ist das für ein Riesenvieh da hinten? Oh, Alter! Hilfe! Kannst du was? Kann ich hier reinwerfen? Kann ich. Weiß nicht, ob das Schieß ist. Aber ich nehme alles, was mir gegeben wird. Ich habe keine Dingsbums mehr. Wow, 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 wow. Lauf! Oh! Ich komme noch nicht so ganz mit der Steuerung auch klar. Nur mal kurz heilen. Hä? Der ist halt nur gut, weil er seine Scheiße die ganze Zeit rufen kann. Ach, wie er mich trifft. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich da oben hin will. Sieht ganz böse aus. Alter! Ich habe schon wieder 2000 Salz. Das ist so viel. Ich kann auch nichts mehr werfen, das ist scheiße. Stopp, 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 stopp. Wie assi, dass man erst ganz runter muss und dann ganz nach oben. Ja, guck mal, die besiegen sich so ein bisschen gegenseitig. Das ist auch gut. Nein! Heilen. Was ist das jetzt hier? Muss ich gegen ihn kämpfen oder was? Jetzt hier? Aber ich sehe gar keine Leiste von ihm. Naja, ist weg. Hä? Ja, da ist er wieder. Ja, ist er wieder weg. Hä, was ist das jetzt hier?
Nein! Oh, jedes Mal passiert mir das. Oh, nur noch eine Heilung. Ey. Ich glaube, ich habe ihn. Ey, kann das aufhören? Hallo? Als ob von diesem Scheißding. Ficken, niemals. Ach man, ist das nervig. Boah, das nervt mich gerade übel. Ich war so gut. Ich habe auch so Mana-Problem jedes Mal. Mann, ich hatte den besiegt. Das nervt mich so übertrieben. Da ist er wieder. Was holt er denn da? Wie viel zieht der mir gerade ab? Ach, jedes Mal die gleiche Attacke. Ach ja, klar, hier ist noch einer. Was macht er jetzt? Ja moin! Ja moin! Nichts mehr zu heilen. Und, ey, diese Scheißattacke, ich bin mir übel auf den Sack. Komm, bisschen schießen. Bisschen schießen muss sein. Nein! Nicht diese fucking Attacke. Dass er mich trifft. Ich muss mich heilen. Ach, das nervt. Jetzt ist er direkt hier, oder was? Ach klar. Ja, und der von oben schießt. Ey, ficken. Ey, das ist oh, so ein Sniper-Schütze da oben. Das geht mir so auf den Piss. Und der runter?
Bestimmt nicht, ne? Was ist denn da geflogen gekommen? Mich fuckt auch ab, dass oben ein ganzes Salz liegt. Und es nervt mich übel, dass ich den ja eben besiegt habe, ne? Ah, da sind meine Seelen. Ey, wenn die mich wieder komplett angreifen, ne? Na, ja, chillig. Hier? Hier ist er. Was ist das eigentlich für ein Ding? Ah, das ist schon mal tot. Ey, der ist noch weiter hochgegangen. Bitte, ey, stirb einfach, du scheiß Magier. Da komme ich gar nicht hoch. Wie komme ich denn da hoch? Hier rum. Ich habe 3000 Salz. Wer bist du denn? Keine Ahnung, was... Hä? Was hat der denn hier gemacht? Was passiert hier? Wo bin ich jetzt hier? Hier ist irgendwo eine Truhe. Exotisches Band. Ob ich hier runter darf? Doch, ich bin wieder ganz unten. Wer ist das denn? Okay, hier war irgendwie ein NPC. Was passiert hier? Okay. Nein! Alter, ich habe immer so Schiss. Was machst du denn hier? Das ist das Startgebiet. Ich habe immer so Schiss, dass ich runterfall und einfach tot bin. Ich gehe jetzt zurück, ist mir egal. Ich habe 3K.
Dann gehe ich noch mal, dann versuche ich noch mal diesen Scheiß Magier. Kann man eigentlich auch mehr Heilung bekommen? Safe kann ich hier irgendwo mehr Heilung bekommen. Ich muss nur finden, wo. Oh, guck mal, dich habe ich doch gerade gerettet, ne? Kaufen. Kaufen. Ah, damit kann ich Sachen kaufen. Richtig? Ja, ich habe 800. Und damit kauft man. Sie hat ganz viel Klamotten. Armbrust. Was ist das? Ein Splitter aus Salz. Silbermünzen. Ich habe doch auch so einen Sack. Aber was ist Silbermünzen? Ah, das ist das Ding da unten. Und wieso kann ich dann so einen Sack kaufen? Was bringt das? Was bringt das? Vielleicht, weil die dann safe sind. Das könnte sein. Kauf so ein Ding mal. Aber man kann davon mehrere kaufen. Zerschmettere das Salz, um Erfahrung zu sammeln. Aber wie viel? Ich kaufe mal ein, ob sich das lohnt. Wie viel gibt der? 150 ungefähr. Das lohnt sich jetzt nicht so. Irona-Erz. Talgkräuter habe ich unendlich. Ich glaube, bevor ich es verliere, kaufe ich lieber nochmal einen Salzsplitter. So ein Salzsplitter ist gut, falls mir mal was zum Level fehlt, glaube ich. Ja, drei Level. Let's go. So, weiter links entlang. Verbesserte Stärke. Ich muss mal gerade gucken. Also, es gibt ja hier auch Schild und Schwert Klasse 1. Benutze Schild und Schwert Klasse 1. Ich glaube, das ist ganz gut, falls ich mal andere Sachen einsetzen will. Und wo ist jetzt Schild und Schwert Klasse 2? Das wäre jetzt die nächste Frage. Langklinge Klasse 2? Da. Schild und Schwert Klasse 2. Ich glaube, da sollte ich auf lange Sicht hingehen. Oh. Soll ich nochmal versuchen, diesen Scheißmagier zu besiegen? Und ich finde es echt doof, dass ich bisher jetzt die ganze Zeit keinen rufen konnte. Das hat auch eben so wunderbar funktioniert. Hier bin ich? Ach, ich bin einfach bei Dingsbums weitergegangen, ne? Stimmt, ich bin einfach bei dem Arschenflug weitergegangen. Also das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal wieder da runterlatschen muss. Ach, guck mal hier. Scheiße, was ist das? Was fehlt mir da? Munition könnte ich schon verbessern einmal. Das mache ich direkt. Und hier fehlt mir was Rotes irgendwie. Ja, was ist es? Alles immer gesperrt hier. Koop-Tafel. Okay, das war für den. Hier ist das.
Portal. Arschenflug. Dieser scheiß Magier. Ja, also irgendwas. Ich bewege mich mal nicht. Ich bewege mich mal die ganze Zeit nicht. Vielleicht darf ich mich nicht bewegen. Obwohl ich mich beim ersten Mal ja auch bewegt habe. Das kann es eigentlich nicht sein. Nee, also irgendwas ist, dass ich das nicht mehr einsetzen kann. Ich weiß nicht was. Und ich hätte ultra gerne mal mehr Ausdauer. Bin schon wieder ein Level up. Bin schon wieder ein Level up. Blutbeere. Ich glaube, das ist es doch, ne? So sah es zumindest aus. Mit Blutbeere kann ich doch. Wenn wir jetzt mal abchecken. Ne, war keine Blutbeere. Schade. Ich dachte, es wäre eine Blutbeere, die ich brauche. Ja, ein schwarzer Schwernstein. Dann kann ich jetzt direkt die Klasse 2 Dinger ausrüsten, oder? Zack. Und wo ist Klasse 3? Hier. Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Nö, nee, gut. Ich glaube, genau, ich gehe oben lang. Na, das ist ja unfair. Wieso mache ich jetzt so wenig Schaden? Oh, war der Gegner so stark? Silber. Scheiße, wo habe ich denn jetzt den Magier nochmal gefunden gehabt? War das hier rechts? Hier war das, ne? Mit dem Magier. Au. Beginnen.
Okay, er ist nach unten gegangen. Oh, da ist eine Kiste. Einfacher Schlüssel. Und wieder Zeug, um die, was war das, Waffe zu verstärken, ne? Da geht eine Tür raus. Mal gucken, was da draußen ist. Ist das eine Falle? Ja, es war eine Falle. Krass, krass, krass. Aber gesehen. Hier ist ein Obelisk. Wieso können die eine schnellere Angriffsgeschwindigkeit haben als ich? Das verstehe ich doch schon wieder nicht. Falsche Richtung. Hier geht's runter. Und von da rechts komme ich. Ja, gucke ich erstmal, was links ist. Aha, Abkürzung. Sehr gut. Und noch eine Abkürzung. Ah. Wieso kommen die denn immer wieder eigentlich auch? Wandsprung-Action. Das sieht doch aus wie ein Boss. Also wenn ich weiß, was weiß dann, dass das hier aussieht wie beim Boss. Safe. Doch nicht. Hier ist gar nichts. Okay, da war gar nichts irgendwie. Ausruhen, ausruhen. Ich will jetzt noch einmal diesen scheiß Magier ausprobieren. Scheiße, ich glaube, das ist falsch. Der ist bestimmt ganz unten wieder. Ich hab doch Schutz gemacht. Noch weiter unten. Noch weiter unten.
Da bin ich aber gerade fast gestorben. Okay, hier rechts. Wieder so weit. Okay, wenn es eh hier unten ist, dann kann ich mich auch hier mal eben reloaden. Und dann ist er hier rechts. Anscheinend. Also das mit dem Heilen finde ich ganz schwierig, muss ich sagen. Vielleicht muss ich mehr Schild machen. Im Prinzip kann ich mich direkt hier wieder heilen. Themenlos. Schild und Schwert der Skaden, what? Ist das gut? Schild und Schwert hat nur 8 Angriff. Ist auf jeden Fall schwächer. Aber ich will es mal sehen. Also man hat auch, ja, man hat verschiedene Waffen. Cool, cool. Langklinge, Klasse 2. Bei dem war ich ja, ne? Okay. Ah, ich will auf jeden Fall in der Folge noch jetzt diesen scheiß Magier besiegen. Ich bin halt einfach auch schon wieder ein Level up. Ey, diese fucking Sniper. Danke für den Lurk Ray. Ist der jetzt da unten oder ist der oben? Was ist denn da unten jetzt für ein Gegner? Also das mit den Magiern verstehe ich noch nicht so ganz. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, wann ich sie besiegen kann, so richtig, um ehrlich zu sein. Also das mit der Maler gefällt mir gar nicht. Also wenn ich das nochmal spielen würde, dann auf jeden Fall auf Magie. Ey, nein! Ey, was ist das? Man kann sich gar nicht heilen und so. Man kommt da gar nicht mehr weg.